Rudolph, the red-nosed reindeer, had a very shiny nose. Bei meiner großen Überraschung soll es heute auch Geschenke geben. You would even say it blows. So, das ist hier für Jeanettes Kinder, die sollen auch was zum Auspacken haben. Birgit und ihre Tochter Karina glauben bis vor wenigen Tagen auch, dass sie Weihnachten getrennt feiern werden. Mutter und Tochter haben in den letzten Monaten einige schwere Schicksalsschläge erleiden müssen. Und Anna, eine Freundin der beiden, hat mir davon berichtet. Anna ist schon seit Kindheitstagen die beste Freundin von Karina und auch Mutter Birgit steht sie sehr nahe. Darum hat sie einen großen Herzenswunsch. Mein Wunsch für Karina und Birgit ist, dass sie sich an Weihnachten in die Arme nehmen können und auch einfach mal wie früher zusammen Weihnachten verbringen können. Die Beziehung zwischen Karina und Birgit ist für mich einzigartig. Die skypen jeden Tag miteinander und es ist ein sehr enges Verhältnis. Im Jahr 2009 ist Karina nach Kanada ausgewandert. Ursprünglich war geplant, dass sie ein Jahr dort bleibt für Work and Travel. Und dann hat sie dort aber einen ganz tollen Mann kennengelernt und hat sich sehr in das Land verliebt, sodass sie bis heute noch dort ist. Weihnachten konnten Mutter und Tochter zuletzt vor 5 Jahren zusammen feiern. Beiden fehlen die finanziellen Mittel, um sich zu sehen. Karina und ihr Mann bauen gerade selbst ein Geschäft auf. Und da brauchen sie einfach das Geld, was sie nun mal haben. Nur ein einziges Mal haben Karina und Birgit sich gesehen. Und das zu einem sehr traurigen Anlass. Birgit und Karina haben sich zuletzt im letzten Jahr gesehen. Das war die Beerdigung ihres Stiefvaters. Das war für Karina sehr schwer. Auch Birgit hat viel geweint und somit war das natürlich kein freudiges Zusammenkommen. Ich wünsche mir, dass die beiden Weihnachten zusammen verbringen können, mehr als alles andere. Man sieht, wie traurig Karina ist, dass sie nicht dort ist. Umso schöner wäre ein Lichtblick auch gerade für Birgit, dass sie mal wieder aufatmen kann und ihre kleine Tochter im Arm halten kann. Vor wenigen Tagen in Köln. Julia hat sich entschlossen, Birgit und Karina zu helfen. Birgit und Karina leiden wirklich sehr darunter, dass sie Weihnachten nicht zusammen verbringen können. Deswegen werde ich jetzt Karina in Kanada anrufen, denn ich habe eine Überraschung für sie. Im Westen Kanadas, 8000 Kilometer entfernt, nimmt Karina das Gespräch an. Hallo, Karina hier. Hallo Karina, hier ist Julia von Sat.1. Julia hat Karinas Freund eingeweiht und der filmt das Telefonat mit seinem Handy. Ich rufe dich an, weil ich schon ganz viel über dich gehört habe und über deine Geschichte. Ich weiß zum Beispiel, dass du ein ganz enges Verhältnis zu deiner Mama hast. Ja. Und euch jetzt wie lange nicht gesehen habt? Seit dem Tod von meinem Stiefpapa, letztes Jahr im Mai. Verstehe. Und Weihnachten habt ihr auch schon ganz lange nicht mehr zusammen gefeiert, ne? Ja, vor 5 Jahren. Das ist auch der Grund, weswegen ich anrufe. Denn ich weiß, dass du den ganz großen Wunsch hast, Weihnachten endlich wieder zu Hause bei deiner Mama zu verbringen. Ja, genau. Karina, ich möchte gern sagen, dass dein Wunsch wahr wird. Du wirst Weihnachten nach Hause zu deiner Mama fliegen. Was, ey? Ja, ich. Oh Gott. Weiß meine Mama das schon? Nein, das soll ja eine Überraschung werden. Oh Gott. Alles organisiert, aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Reise. Und freue mich sehr, wenn du nach Hause nach Deutschland kommst. Okay. Tausend Dank. Sehr gerne. Die Überraschung ist gelungen. Nur Birgit, Karinas Mutter, ahnt von all dem noch gar nichts. Tschüss, wir sehen uns in Deutschland. Tschüss. 5 Tage später auf dem Kölner Weihnachtsmarkt. Also, ich weiß, dass Birgit jetzt gerade hier in Köln auf dem Weihnachtsmarkt ist. Und da ist sie mit einer Freundin verabredet. Aber diese Freundin ist meine Verbündete. Und deswegen werde ich sie jetzt überraschen. So, ich weiß nur das ungefähre Eck, wo sie stehen muss, weil sonst wäre ich hier wirklich verloren. Ich sehe nichts.
glaube an den Hut. Ich weiß nämlich, dass sie eine Krücke dabei haben. Hallo! Hallo! Ach du liebe Güte, hallo! Das ist ja eine tolle Überraschung. Aber ich habe überhaupt nicht mitgerechnet. Ja, ich hatte eine Verbündete. Ja. Ach, wie toll ist das? Oh. Ist mir das geglückt? Absolut, oh ja? Gott. Das freut mich, aber hallo. Hallo. Wie schön, dich kennenzulernen. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Sollen wir uns einfach mal irgendwo unterhalten, wo es ein bisschen weniger trubelig ist? Ich habe was vorbereitet für uns. Ja? Ehrlich? Ja. Ach, super, gerne. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach da lang. Ja? Okay. Birgit, ich wollte mich ein bisschen mit dir unterhalten, weil ich weiß, dass du ganz große Sehnsucht nach jemandem hast. Ja, nach meiner kleinen Tochter. Klein, sie bleibt immer die Kleine für mich. Sie lebt, meine Tochter ist jetzt, wird nächstes Jahr 30 und lebt seit 8 Jahren in Kanada. Und da ist schon ganz große Sehnsucht. Letztes Jahr, als ihr Stiefvater gestorben ist, da ist sie dann zur Beerdigung gekommen. Das war halt dann nicht so schön. Jetzt gerade, weil wir nicht so schöne 2 Jahre hinter uns haben, ist es besonders schwer Weihnachten. Jetzt, wenn sie nicht da ist. Sie fehlt ganz arg. Wann habt ihr denn das letzte Mal Weihnachten zusammen verbracht? Das war 2012. Jetzt ist es inzwischen so, dass dann meist, wenn die Bescherung ist, dass Carina dann per Skype in dem Sinne online bei uns ist und dazu gucken kann und auch wirklich Anteil nimmt. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ja, Gott sei Dank. Dadurch ist das Ganze nicht ganz so schrecklich. Ich fand das eigentlich eine tolle Idee, dass ihr auch viel in Kontakt seid mit Skype. Deswegen würde ich sagen, wir rufen jetzt mal deine Tochter an per Skype. Ja, sollen wir machen? Ja? Ja. Dann lass uns das doch mal machen. Ich bin selber aufgeregt. Ah. Hallo? Hallo, kannst du uns hören? Hallo! Hallo, meine Süße! Wie geht es dir? Gut, und dir? Auch gut. Ist das nicht Wahnsinn? Wir sind gerade bei einem Kunden, ja. Okay. Die Mama freut sich, glaube ich, richtig. Auch wenn sie dich jetzt nicht im Arm haben kann, aber dass wenigstens so eine kleine Weihnachtsüberraschung gibt. Wenigstens geht's übers Internet. Gott sei Dank. Möchtest du ihr noch irgendwas sagen vielleicht? Kannst du dir vorstellen, wie aufgeregt ich war vorhin und wie ich jetzt noch aufgeregt bin? Das glaube ich dir. Ich hab dich so... Nein, nein! Ich habe nur ein bisschen geschwindelt. Ist die Weihnachtsüberraschung geglückt? Mehr als geglückt. Da bleibt mir nur noch zu sagen, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Dankeschön.